Frühstückstalk. Heute mal bei Twitch, weil YouTube immer noch nicht möchte. Ich hoffe, dass das Video gespeichert wird. Ich bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal eben den Tweet fertig. Damit ihr Leute da draußen das auch finden könnt. Und dann geht's weiter mit Blossom Tales. Alles ein bisschen kompliziert hier morgens. Und ich habe noch nicht mal einen Kaffee gehabt. Und dann ist es hier auch nicht der YouTube-Live-Chat, sondern muss ich ja noch. Chat Viewer. Meine Güte, das ist hier heute Morgen. Gestern Abend hat's funktioniert angeblich mit YouTube. Heute Morgen natürlich wieder nicht. So. Kanal. Hey Pete, we want you to take us to the $11 million. We got 72 hours before we start clipping your family. We're gonna steal $11 million. It's impossible. The trick is always impossible until it isn't. Ah, es heißt auf The Witcher, ja, nee, das ist nicht so. Heute mal bei. Müssen wir mal umbenennen. Oh, es ist morgens ein Stress hier. Kann ich gar nicht umbenennen. Naja, gut. Haben jetzt auch schon genug Zeit verplempert. Von daher. Düpp, hallo. Okay. Wir haben den ersten Dungeon beendet. Um ein altes Löwenmaul zu finden, muss Lilly die gefürchteten, keuchenden Moore überqueren. Möhren. Klingt irgendwie klebrig und eklig. Die haben ja hoffentlich Insektenspray im Blütenkönigreich. Ich befürchte, Matsch und Mücken werden ihre geringsten Sorgen sein. Mm-hmm.
Golems Zuflucht. Wir waren letztes Mal schon und wir haben jetzt ja diese Bäume getötet. Beziehungsweise nicht getötet, sondern wieder gut gemacht. Und jetzt können wir uns gleich mal wir haben hier wieder gute Bäume gedreht und jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass wir vielleicht unsere Belohnung bekommen. Mal schauen. Wackere Ritterin, ein Baumgeist muss ich noch befreien. Ah, war klar. Okay, dann müssen wir den mal noch suchen, ne? Damit der Dekobaum hier glücklich ist. Diese Spinnen haben irgendwie eine seltsame Verteidigung. Ja gut. Ah, da ist er doch. Hilfe. Lilly hatte nun alle Baumgeister, die unter Krokos üblen Bann standen, befreit. Der Baumlord würde ihr sicher dankbar sein. Also kommst du jetzt dran hier. Oh, ich hasse ja sowas, ne? Mm-hmm.
Aber ich muss ja dadurch irgendwie kommen. Tja. Ah, warte mal. Klappt das wohl? Nee. Vielleicht kann ich die Bombe mit dem Pfeil noch weiter schießen. Ja. Ha. Mein Herzteil. So. Schön. Läuft ja wie geschmiert. So, jetzt müssen wir zurück. Ihr habt Krokus Bannkreis auf den Baumgeistern entfernt. Wir stehen ewiglich in eurer Schuld. Ah, ein Herzteil. Hab Danke, junge Ritterin. Ihr und eure Nachfahren werden immer unsere Freunde sein. Ah. Schön. So, wir gehen mal in die Stadt zurück. Ich hätte doch gar keinen Kaffee. So. Muss ich ja mal den Teleporter wieder benutzen. Und dann teleportieren wir uns jetzt nochmal zu dem ersten Dungeon zurück. Runensteintempel. Und man sagte mir, dass hier angeblich noch immer sein soll. Weißt du noch nicht wo? Ja. Angeblich kann man hier noch irgendwas wegbomben. Ich sehe nur nicht wo. Thank you.
Nee, hier ist nix. Ja gut, dann gehen wir nochmal zurück. Dann... So. Blütenschloss. So. Jetzt muss ich zu den Mooren, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ah, sehr gut. Jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Gebiet noch weiter, dann unglücklicherweise lag ein ganzes Banditenlager zwischen Lilly und den keuchenden Mooren. Ich wette, die verstecken ihr ganzes gestohlenes Zeug da. In Banditenverstecken ist doch immer eine Menge Geld gebunkert. Ich frage mich gerade, ob der Chat hier funktioniert, darum ich poste jetzt mal eben. Ob das denn noch klappt. So, das war das Falsche. Hier muss ich. Hey P, we want you to take us to me $11 million. We got 72 hours before we start clipping your family. We're gonna steal $11 million. Ah. It's impossible. The trick is always impossible until it isn't. We're gonna steal $11 million. Ah. It's impossible. So, gut. Funktioniert. Schön. Ja, was willst du denn hier? Hm? So, alle Banditen getötet. Können wir doch gar nichts. Hm? Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass man... Ah doch, hier kommt man durch, okay. Ich dachte gerade erst, ich hätte mich da durchgeglitscht, weil ich, Ah, da habe ich aber genau den Punkt erwischt, auf einmal. Dass ich hätte
mich durchgeglitscht mit meiner Schwertattacke. Richtiges Diebesversteck hier entdeckt. Ein Traum wird wahr. Oh, ein Herzteil. Da. Gut, dann haben wir das Lager wohl durchgehauen hier. Lebt keiner mehr. Als Lilia auf die Brücke zuschritt, wusste sie, dass sie in eine Falle tappen würde. Just dann erschien der Hauptmann der Banditen. Du meintest wohl die Piratenkönigin? Nee, ihr Hauptmann war ein Banditen-Ninja. Piratenkönigin! Banditen-Ninja! Sch, nur einer von euch hat das Recht. Wisst ihr, die Brücke bewachte Banditen-Ninja. Du wünschst also, unsere Brücke zu passieren? Dann begleiche den Zoll mit deinem Leben. Banditenattacke. Du hast also meine Schergen besiegt. Es wird wohl Zeit für eine wahre Herausforderung. Ja, okay, jetzt easy, ne? Das ist ein bisschen blöd. Also, ziemlich dumme KI. Aber das Feuer ist doch ziemlich mächtig scheinbar. Ah, die junge Ritterin besiegte den Banditenhauptmann. Sehr gut. So, was haben wir denn hier so? Noch mehr Banditen. Okay, stopp mal kurz. Da lag also einfach eine Truhe. Überspringst du schon wieder was? Natürlich nicht. Was ich gerade sagen wollte. Gerade als sich Lilly der Truhe näherte, tauchte ein Schwarm von Ratten auf. Och nö.
Und wenn wir schon dabei sind, sie musst du noch viel mehr Feinde bekämpfen. Ohoho, was sagt ihr nun, Kinder? Ich glaube, Opa ist endgültig durchgeknallt. So war's. Entschuldigt, Kinder. Ich habe mich ein wenig hier eifert. Wow, Münzen. Ah, es geht mehr als 999, das ist ja schon mal schön. Scheinbar. Na gut. Oh, hier sind noch Schatztruhen. So, jetzt reicht's aber auch. Ja. Oh, das ist noch ein Herz. Gut. Sehr gut. Oh, was hier unten? Himmel, Herrgott, nochmal. Oh nö. Ah nein. Ach, gibt's doch nicht. Boah.
Wie konnte man denn nochmal? Was macht das denn nochmal? Was? So eine geglitschte, blöde Maus, ey. Ja, easy, ne? Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen bestimmt gleich Spinnen runter. Ist ja richtig, ey. Beruhigt euch. Sehr gut. Ah, man kann einfach runterspringen. Natürlich auch cool. Ach du Scheiße, ich bin ja ganz weit am Ende jetzt. Okay. Gut, dann haben wir das doch schon mal. Mal gucken, wo ich mich durchgeglitscht habe hier. Da. Hallo, ist das etwas Hexensirup? Ah, Skarill. Was haben wir denn hier für ein hübsches Fräulein, so jung und voller Esprit?
www.ebay.de. Ich suche noch Seelen. Sammelt 20 für mich und ich gebe euch etwas Besonderes. Für alle weiteren 20 bezahle ich euch in Gold. Was ich mit ihnen anstelle, ist meine Sache. Gut. Eine große Flasche voller Pilzsuppe. Beim Vertilgen frischt Lilly ihre Energie auf. Hey Opa, welchen Pilz kann man nicht pflücken? Weiß ich nicht. Na, den Glückspilz. Hallo, Reisekamerad, ich habe hier mein Lager aufgeschlagen, um einen Topf Pilzsuppe zu kochen. Die abgefahrenen Sumpfgase geben mir ein stärkeres Aroma. Das Problem ist, jeder liebt meine Pilzsuppe, sogar die Geister. Die wollen mir nicht kragen. Will ihr mich beschützen, junge Ritterin? Jo. Die Suppe ist fertig. Dank euch, junge Ritterin. Hier. Yeah. Lilly erhielt eine magische Halskette, die ihrem Besitzer mit Schnelligkeit und einem festen Tritt auf jedem Terrain segnet. Oh. Tja, und nu? Wir müssen jetzt ja irgendwie... Thank you.
Vielleicht muss ich jetzt alle Gegner töten. Vielleicht ist hier noch irgendwo einer. Waren eine große Herausforderung, aber Lily meisterte sie lebend. Der Drachenkopf brüllte nun und enthüllte den Eingang zu den brühenden Grotten. Der Pfad zu den brühenden Grotten war nun offen. Oh, oh, oh. Schwefelgestank begrüßte die junge Ritterin, als sie ihre ersten Schritte in die brühenden Grotten machte. Lava brodelte unter dem Boden und lebendige Flammen tanzten im großen Saal. Alto Belli. Okay. So, die lebendigen Flammen sind jetzt tote Flammen. Ja, und viel Zeit habe ich natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, den Scheiße. Na, easy, ne? Herz auch nicht bekommen. Gut. Ah, sehr schön. Das Herz, Herz springt immer weg. Und jetzt ist kein Herz drin. Okay. Okay. Verstanden. Ach, Mann. Mist. Was? Dieser garstige alte Hexer darf nicht gewinnen. Ah, gut. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen knifflig. Ah, Mann! Ist doch nicht wahr! Blöden Flammen hier überall. Überall Knockback. Knockback ist ja auch so das Schlimmste, was es gibt, ey. Na gut.
Ich hoffe, es geht jetzt hier weiter. Okay. Boah. Es ist cool gemacht auf jeden Fall. Ah, ein Schlüssel. So. Den ersten Raum ja schon mal geschafft. Was kommt jetzt hier? Achso. Die Rätsel sind jetzt meistens nicht wirklich schwierig. Da gibt es manchmal ein paar, die sind vielleicht ein bisschen knackiger als die anderen, aber im großen Teil fand ich die Rätsel bisher alle gut für frühmorgens. Dem.
So. Brachen unsere Regeln und meisterten die Beschwörung von Flammengeistern. Leider kamen alle um, weil sie versehentlich einen uralten Dämon in unsere Welt riefen. Dem an. Fangen wir mal mit dem an. Na, diese schwammige Steuerung. Schon. Oje. Oje, oje. Kann ich hier irgendwie raus? Mal gucken, ob wir hier wieder rauskommen von hier. Ich hoffe es. Autsch.
Nee, oh nein. Speichern. Okay, dann haben wir jetzt wohl gespeichert. Gut, dann haben wir es für heute. Und dann sehen wir uns morgen oder so wieder. Und ja, tschüss und ciao.